Jetzt, wo ich das gerade sehe, bin ich eigentlich recht froh darüber, dass dieser Vulkan noch nichts gemacht hat. Jetzt, wo ich mir den gerade mal anschaue. Okay, gut. Nein, wir machen was mit Strom, weil ich muss auch dieses Krankenhaus hinstellen, damit diese Gesundheitsversorgung endlich mal besser wird. Kommen wir also nicht drum herum. Bauen wir hier einfach mal ein Kraftwerk hin. Das hat natürlich eine größere Umweltverschmutzung. Darum stellen wir das auch hier oben hin. Am besten gleich am Wasser. Damit das hier nicht meine Stadt beeinflusst. Jetzt brauchen wir dann aber noch ein paar Umspannwerke. Aber die stellen wir nachher hin, wenn das hier steht. Okay, müssen wir kurz warten. So, hier wieder. Hat sich das Bild hier verändert? Ich meine schon, diese Krabbe da, die war vorher nicht da. Aluminium, Kakao oder Meeresfrüchte können wir jetzt erbeuten. Ich glaube, wir haben hier was Neues dazu bekommen. Aber es ist nicht rentabel für uns. Also wir bleiben beim alten Plan hier. Ach so, der ist ja gar nicht mal da, der alte Plan. Ah, das ist auch doof. Ja, schau, die können hier nicht einmal mehr erfüllt werden, weil wir jetzt hier im neuen Zeitalter sind. Ah, das ist ja. Oder? Doch, da sind sie jetzt wieder unterwegs. Komisch, sah irgendwie gerade anders aus. Na, ist egal. Also gut, was machen wir hier? Fisch, Nickel, Tabak. Baumwolle, Fleischöl. Warum ist Baumwolle und Fleischöl weg plötzlich? Das finde ich ein bisschen traurig. Jetzt muss ich hier echt schauen, was als nächstes. Ah, doch, hier, warte mal, ich habe es gerade gefunden. Und zwar, wir brechen das hier alles ab. Und machen jetzt hier Beute, Milch, Gummi und Uran. Okay? Weil Uran ist eigentlich auch recht teuer. Kann man gut für Geld mitmachen. Die Zukunft der Kriegsführung oder weltvernichtender Wahnsinn? Ein neuer Bericht des Palasts kommt zu folgendem Schluss. Streng geheim. Streng geheim, jawohl. Oh, Bildungsministerium müssen wir schon wieder neu besetzen. Das kann doch nicht sein. Der Broker hat auch wieder ein bisschen was für uns. Warte mal, können wir hier reinschauen? Was wollte denn der eigentlich? Ach, der wollte rum. Ja, das könnte man jetzt ja annehmen. Ich produziere ja jetzt ja rum hier. Zwar noch nicht genügend, aber es wird. So, hier können wir auf jeden Fall mal das neue Gebäude, die Mietskaserne ausprobieren. Weil hier haben wir noch ein paar Hütten stehen. Die müssen jetzt auch mal weg. Ja, Genosse Präsidente. geil, geschafft. Es ist mir eine Freude, Sie endlich zu treffen. Gerichten zufolge sind Sie schon seit langer Zeit mein Verbündeter. Doch wer glaubt Gerichten? Wer bist denn du? Du bist von der Blockpartei, Vlad Orlov. Das muss ja eigentlich der Ostblock sein, oder? Guten Morgen, Präsidente. Der heutige Code ist... Oh, wir brauchen keine Spionagecodes mehr. Sehr traurig, aber die Partei hat recht. Okay, du möchtest, dass wir das Ministerium und das Zollamt abreißen. Dafür bekommen wir ein Forschungslabor kostenlos und da es ein Hauptauftrag ist, kommen wir da nicht mal groß herum. Also müssen wir machen. Da haben wir also keine Chance hier. Dann Mausoleum. Ach so, ja genau. Ich bin ja der hier eigentlich beim Strom dran. Hat mich damit beauftragt, die Leben der Genossen. Ah, später vielleicht. Moment, jetzt hier erstmal Umspannwerk. Das habt ihr ja immer noch nicht gebaut. Was soll denn das? Hohe Priorität. Auf jetzt. Bitte. So, hier. Gleich mal vier neue Stellen noch hinzufügen. Die möchte, dass wir das Ministerium und das Zollamt abreißen. Gut, wir können es abreißen und wieder neu hinstellen, oder? Da spricht ja nichts dagegen. Dafür bekommen wir ein Forschungslabor kostenlos dazu. Zollamt. Wo steht das Zollamt nochmal? Ich vergesse es hier immer. Ah, hier haben wir sogar zwei Busgaragen. Das wusste ich auch gar nicht. Ha, kann man mal sehen, was man alles hat, ne? Zollamt. Hier. Exporte anregeln.
Dieses Gebäude wird auf Basiseinstellung betrieben. Mehr steht da nicht, schade. Bisschen dünn für Informationen. So, jetzt steht hier das Kraftwerk. Das muss jetzt mit Kohle beliefert werden. Wir haben ja hier noch genügend Kohle da. Sehr schön. Jetzt muss man schauen, wann das da reinkommt. Kann ich hier jetzt schon sehen, Umspannwerk? Jawohl. Okay, sehr gut. Schauen wir mal, wie groß der Radius davon ist. Kontakt. Genosse, sichern Sie diese Kommunikation. Okay. Nein. Nein. Irgendwie erinnert mich das gerade voll an Command & Conquer irgendwie. Kontakt, Genosse. Doppelforderung. Armeen, Präsidente. Wir haben Feinde zur Rechten, Aufständische zur Linken, Dämonen unter den Füßen und Flugsaurier über den Köpfen. Wer weiß, wer gerade aus der vierten Dimension zum Angriff auf uns bläst. Warum sollten Sie sich auf den Kampf vorbereiten, wenn Sie für die Arbeiter kämpfen sollten? Präsidente, helfen Sie bitte den Genossen. Sie schwitzen gemeinsam für Tropico. Oh Gott, das ist jetzt aber schon schwierig, was ihr da von mir verlangt. Kann ich das ignorieren erstmal? Das wäre doch auch schön. Ja, doch, wir können es erstmal ignorieren. Sehr gut. Das machen wir jetzt hier erstmal. So, Umspannwerk steht. Dann machen wir jetzt hier gleich mal das nächste. Ha! Wow! Das hat ja mal eine richtig krasse Reichweite, das Umspannwerk. Sehr schön. Dann platzieren wir jetzt hier mal das Mausoleum. Kommen wir ja nicht drum herum. Es ist sackteuer. Wir steppen jetzt hier einfach mal hin. So, wenigstens den Bro kann ich hier ein bisschen zufriedenstellen. Sehr gut. Mit den fanatischen Unterstützern. Das wird auch langsam sehr gut. Das mit dem Ministerium ist halt echt doof, dass ich das machen muss. Aber ich vielleicht sollte ich das mal machen. Wir haben hier übrigens neue Forschungsoptionen natürlich. Hier Auswanderung soll ich erforschen. Oder könnte ich erforschen? Ich muss es nicht. Ich mache es jetzt aber einfach mal. Und dann... Ja, ich komme eigentlich nicht drum herum. Ich muss das abreißen. Das machen wir jetzt einfach. Ich baue es dann einfach gleich wieder hin. Okay, ich verarsche die jetzt. Also Zollamt einmal weg. Oh ne, halt hier. Genau. Und jetzt das Ministerium. Sehr gut, Genosse Präsidente. Wenn Ihre Taten der Partei gefallen, werden Sie merken, dass Ihnen Ihr neuer Status gefällt. Sehr gut, Dankeschön. Die Partei hat mich dazu bemächtigt, hochachtungsvoll so weiterzumachen, wie ich es schon immer getan habe. Die Partei hat immer recht. Okay, was möchtest du jetzt? Ich soll alle Religionsgebäude abreißen und die Verfassung bei Kirche und Staat zu atheistischer Staat ändern. Oh Mann, jetzt verlangt ihr aber schon viel von mir. Jetzt muss ich hier erstmal ganz kurz... Ich habe den Ostblock jetzt verarscht. Nein! Shit. Ich kann, Mist. Sie haben mich vorgeführt. Ich kann die Gebäude nicht mehr bauen. Sie sind deaktiviert. Das ist doch eine Frechheit. Oh Mann, Mist, okay. Hey, die sind ja richtig hart drauf, okay. Gut. Na dann, soll es wohl so sein. Dann reiße ich jetzt hier auch mal alle Religionsgebäude hier ab. Ich muss das hier noch fertig erforschen. Achso, ja, ich habe ja hier ein Forschungslabor gratis bekommen. Wo ist das? Ah, hier. Ich muss aber für die Blaupausen zahlen, ja, geht's noch. Okay. So, ein kostenloses Gebäude hier. Das Mausoleum steht auch. Jetzt brauchen wir hier dann auch die fanatischen Kommunisten. Also bringt eure Blumen bitte zum neu gebauten Mausoleum, um eure Liebe für unseren... Ah, da haben die mich echt ausgetrickst hier. Respekt, hey. Ich dachte echt, ich kann die jetzt verarschen. Ich reiß ab und baue es dann wieder neu hin und dann willst du es bauen und dann so ist deaktiviert. Was? Ey, ganz schön frech. Na gut, so, hier ist voll und plötzlich entstehen hier immer mehr Hütten irgendwie. Das ist auch sehr interessant tatsächlich. Warte mal, dann stellen wir doch hier gleich mal eine weitere
Mietskaserne hin. Ach komm, machen wir gleich zwei davon. Und jetzt soll ich hier alle Religionsgebäude abreißen. Okay, das machen wir jetzt auch ganz, wie die Mission es möchte. Aber das ist schon krass, weil damit tue ich mein Volk hier natürlich nichts Gutes, so richtig. Aber warte mal, irgendwo steht noch ein Gebäude. Da haben wir auch sehr viele Hütten. Wäre vielleicht mal nicht schlecht, wenn ich hier auch nochmal irgendwie eine Baracke oder sowas errichte. Ah, hier ist das andere Religionsgebäude. Dann tun wir das jetzt auch noch weg. Und dann muss jetzt nur noch hier Kirche und Staat zu einem atheistischen Staat verwandeln. Dann haben wir das auch schon mal geschafft. Ah, können wir jetzt machen. So, atheistischer Staat. Erhöht die Effizienz von Bildungs- und Forschungsgebäuden um 50%, deaktiviert Religionsgebäude, Bürger neigen weniger dazu, ihre politischen Ansichten an der religiösen Fraktion zu orientieren. Und dann haben wir hier noch die Arbeitsmarktpolitik, Arbeit als Leben, Bürger müssen mit 14 zu arbeiten beginnen und können nicht in Rente gehen, senkt die durchschnittliche Lebenserwartung um 5 Jahre, senkt die Arbeitsqualität an jedem Arbeitsplatz um 2 und die Einwanderungsrate um 10%. Dann haben wir hier den Standardzustand, glückliche Kindheit oder Frührente. Aber wir machen hier den Standardzustand erstmal. Es ist getan, Präsidente. Alle religiösen Gebäude wurden zerstört. Es herrscht eine eigenartige Stille unter den Menschen. Sogar unter denen, die Religion ablehnen. Ja, vielleicht, weil das nicht so die coole englische Art war, vielleicht? Ich hatte gerade einen produktiven Ideenaustausch mit dem Kommissar höchstpersönlich. Er hat seine Ideen vorgestellt und ich habe wimmernd genickt. Oh nein, jetzt soll ich auch noch alle Banken, also... Präsidente, Sie sehen gut aus. Jetzt wird's langsam echt frech hier, ne? Jetzt soll ich auch noch meine... Soll ich vielleicht gleich die ganze Insel platt machen? Wäre dir das recht, Moreno? Ach, echt schlimm, der Kerl. Echt schlimm. Ja, da muss ich mir jetzt echt was einfallen lassen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Zum Glück machen wir hier weiter fleißig gut Bleiben Geld. Sie standhaft, Präsident. Gut, reißen wir mal ab. So, so. Ich komme nicht oft genug vorbei, Genosse Präsidente. Aber Kuznetsov ist talentiert. Und ich bin ein beschäftigter Mann. Und wir sind schließlich keine Freunde. Okay. Akzeptiert, verstanden. Er möchte, dass wir die Anzahl der Bevölkerung des Typs Arm auf 61% von 50% bringen. Also ich glaube, wir sind gut. Und die Verordnung Vermögensteuer erlassen. Präsidente, manchmal frage ich... Nein, du fragst jetzt gar nichts mehr. Abbrechen. Abbrechen. Vermögenssteuer. Hier. Schauen wir mal, wie schnell das durchgeht. Die Forschung, die braucht recht lange eigentlich. Ah, wobei, jetzt hier. Wow, das ging jetzt schnell. Habt ihr eure Nachbarn unter Verdacht? Das solltet ihr! Tropikos-Verräter lauern hinter jeder Ecke. Seid wachsam! Tropikofeindliches Verhalten muss umgehend gemeldet werden. Okay. Ganz so krass muss es jetzt nicht sein. Also, oh, Rebellenbedrohung niedrig. Das ist nicht gut. Bekannte Rebellen? Einer. Okay. Beschäftigt. Den bestechen wir jetzt hier einfach mal. Ich hoffe, er lässt uns dann ein bisschen in Ruhe. Mal jetzt ein Aufstand. Ja gut, ich habe ja hier zwei Polizeiwachen. Da kommt auf jeden Fall mal eine Infanterie raus. Und beim Palast auch. Da fällt mir ein. Können wir gleich nochmal ein paar Wachen dazustellen. So, Vermögensteuer ist erforscht, dann erlassen wir das jetzt. Aus irgendeinem Grund scheint es anderen Nationen nicht zu gelingen, die Reichsten der Reichen zu besteuern. Tropico könnte eine Stange Geld machen, indem es eine Steuer erhebt, die nur die reichsten Bürger betrifft. Das würde eine kostenlose Aufbesserung der Staatskasse bedeuten. Der einzige Nachteil wäre der brennende Hass der Kapitalisten. Die Kommunisten würden das sicher ziemlich lustig finden. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Also wir verdienen pro Monat $5 für jeden reichen oder stinkreichen Erwachsenen.
verschlechtert den Ruf bei den Kapitalisten um 20 und verbessert den Ruf bei den Kommunisten um 15. Aber ich habe ja ehrlich gesagt keine andere Wahl, der Hauptauftrag will es so. Die Partei ist relativ gerecht, Präsident. Wohlstand sollte geteilt werden. Ja, wie ich weiß, habt ihr eure eigene Methode, um Wohlstand zu teilen. Präsident, die Partei sagt mir, dass Gerechtigkeit nur dann möglich ist, wenn alle Menschen gleichermaßen unglücklich sind. Habe ich irgendetwas verpasst? Warte, Gerechtigkeit nur möglich, wenn alle gleichermaßen unglücklich sind. Ja, entweder so oder wenn alle gleichermaßen glücklich sind. So hört sich's doch irgendwie besser an. Also wir sollen alle Luxusvillen, Häuser und Land... soll ich gleich meine Insel leer machen oder wie? Nadja. Ach, Nadja. Luxusvillen. Also hier, eins, zwei, irgendwie, wir sind fast wie Geschwister. Irgendwie kann ich nichts Gutes, oh, was ist das hier? Warum ist es rot? Ultimatum der Supermacht Kapitalisten, hallo, das ist keine Supermacht. Wir sind fast wie Geschwisterpräsidenten, aber haben Sie schon einmal Geschwister kämpfen sehen? Ändert die Verfassung bei Medienfreiheit zu fremdfinanzierte Inhalte und Medienfreiheit erforschen und da habe ich keine andere Wahl. Politische Konsequenz beim Fehlschlag ist eine Finanzkrise. Alle Geldkosten werden verdoppelt, alle Handelspreise werden halbiert, der Umrechnungskurs vom Schweizer Nummernkonto zur Staatskasse beim Broker wird halbiert, alle Effekte dauern ein Jahr an. Oh, okay. Dem sollten wir also, glaube ich, zügig nachkommen. Medienfreiheit erforschen wir jetzt hier mal. So, ich muss noch eine Luxusvilla finden. Ja, können wir machen. Ich sehe, ja gut, Glaubenszufriedenheit, da kann ich nicht mehr viel machen im Moment. Machen wir doch mal hier die Wohnungszufriedenheit. Die erkenne ich an, das Problem. Und dann, bei den Kapitalisten, die sollten wir mal loben, damit der Ruf wieder ein bisschen nach oben geht. Doch, hier die Ostblock starten. Nee, lassen wir mal lieber nicht, dass wir uns jetzt da noch ein anderes Problem einhandeln und ich möchte hier natürlich die Wohnungszufriedenheit wieder verbessern. Volk von Tropico, ich bin es, euer so, und jetzt muss ich hier noch eine Luxusvilla finden. Ah, hier haben wir eine. Mich bewiesen und dieser Glaube soll belohnt werden. Dann zwei Häuser. Wird bekommen, was er verdient. Wie und sieht ein Haus aus? Ah ja, so, mhm. Ich fühle mit euch, wenn eure Wände bröckeln und eure Dächer tropfen. Falls ihr Dächer habt. Landhäuser, die können wir eigentlich auch gleich abreißen, weil die Dächer müssen ja auch weg. Alle und Wände für viele. Unser anhaltender Wohlstand wird von den Kapitalisten unterstützt. Wir danken. Wir sind dankbar für die vielen erfüllenden Arbeitsplätze, die ihr für mein Volk schafft. Und für eure progressive Einstellung zur Besteuerung. Auf was könnt ihr euch jetzt, Moment, wo ist denn hier freuen? Das Haus oder bessere die zwei Wohnen, Häuser? Schrägere Dächer, geradere Wände, durchsichtigere Fenster. Tropicos Haus wahrscheinlich nicht auf der Insel. Vielleicht hier? Taverne, euch, Baracke. Freunde, denn ihr habt mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich bin stolz, Tropicos Präsidente zu sein. Viva Tropico! Oh, schau mal, das ist ja cool. Es sah ja sonst früher immer aus wie so ein Einheitsbrei, wenn man die Gebäude platziert hat in Tropico 5, aber hier sowohl von der Form als auch von der Farbe unterscheiden sich die Gebäude. Das finde ich ja jetzt richtig schick. Das finde ich richtig schick. Sollte mal erwähnt werden. Aber ich finde meine Häuser nicht. Sag mal, wo soll ich denn hier zwei Häuser haben, bitte, auf dieser Insel? Das ist doch gar nicht möglich, dass ich hier zwei Häuser habe. Oder bin ich einfach richtig, richtig blind? Ah, hier. Hier ist eins. Okay. Das zweite muss eigentlich auch hier irgendwo sein. Das ist eine Cocktailbar. Restaurant, kleiner Laden. Ah, das ist echt schlimm. Also da sollte man doch wenigstens irgendwie die Option lassen oder zur Verfügung stellen, dass ich zu dem Haus hinzoomen kann, das noch steht, weil man sucht sich ja da echt einen Wolf ab.
Ich habe ein Problem. Ja, schön für dich. Ich habe auch gerade... Ah, hier ist dieses Haus. Jetzt, ich habe es gefunden.